Moin, Leute, und jetzt kommt's zu Let's Play Mario World 2, Yoshi's Island, Finale! Bowsers Schloss! Ja, wer hätte auch anders dahinter stecken können? Ja gut, Kamek ist ja auch schon so ein Anzeichen, dass es um Bowser geht, beziehungsweise um, Spoiler, Achtung, Bowser Junior! So, immer wenn du das Lachen hörst, einmal die Richtung wechseln. Ich bin nach oben und nach unten, scheißegal. So, immer so. Flattere. Das ist schlecht, weil ich automatisch direkt nach unten fliege. Gut, dann sollte ich auch die untere Position wählen. Dann wahrscheinlich so hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Diese Muster sind ja relativ einfach. Wir müssen jetzt erstmal ins Schloss kommen. Eigentlich sind wir theoretisch doch schon drin. Ich meine, wir sind unten hergegangen. Also, wir haben auch schon Schlossmauern gesehen und alles. Halt, ich will erst das da und ich will das da. Und dann sind wir dem Kamek erstmal ausgewichen und tot. Schlecht. Also von mir schlecht ausgesehen. Aber wir haben noch ein paar Leben, also alles gut. Im Zweifelsfall kette ich, das kennt man ja schon von mir. Yay. Speed, 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 speed. Ich finde das eigentlich sehr schön gemacht, dass du halt den da so vorbeifliegen siehst und du hörst das ja auch, dass er mit seinem Moped da angeschissen kommt. Kannst mich mal... Nein, das war knapp. Kannst mich mal... Oh, Kamek, vorbeigeflogen, alte Kackpratze. So, das hätten wir jetzt geschafft. Ich glaube, wir haben so gut wie alle Münzen eingesammelt, also rote Münzen und alle... Blümele. So, der Innenarchitekt meint es auch richtig gut mit mir. Frage, muss ich das abschießen oder kann ich mir irgendein Türchen wählen? 1, 2, 3 oder 4, je nachdem. Landen wir hier. Ich habe mich für die 2 entschieden, um was ich wollte. Okay, scheiße, da fliegt noch ein Ei. Hm. Die Nummer 2. Stelzen. Typisch. Ach. Okay, sollt ihr jetzt Elemente aus der Welt 2 darstellen? Ich hab's ehrlich gesagt nämlich nicht mehr im Kopf, was alles da war. Wenn es danach geht, dann hätte ich mir ehrlich gesagt Welt 1 gewünscht. Schade. Ach Leute. So viel Selbsthass kann ich doch gar nicht ertragen. Ich werde hier gepiekt. Ich glaube, hier kommt ihr nicht hin, ne? Ja, gib mir mal eben so einen Knaben. Ich finde das blöd, dass ich... Sehr schön. So, funktioniert das doch besser, mein Freund, ne? Boris verarme. Kleiner Elendshaufen. Das nehme ich mit. Und dann gehen wir hier durch. Wir müssten ja theoretisch auf der anderen Seite wieder rauskommen. Wahrscheinlich noch mit einem anderen Zwischenstopp. Jo. Oh, wow. Und eine brennende Liese hängt da unten ab. Ja, kein Problem. Brennt immer schön... Ich gab's doch gar nicht in der zweiten Welt. Vielleicht habe ich das auch falsch interpretiert. Ich weiß es nicht. Okay. Kannst dich einfach eine Feuermelone gefressen haben, Junge. Rein theoretisch. Ich wollte schon sagen, die sind ja schon angefackelt. Die macht das ja nichts mehr aus. Banana Joe. Die haben ein bisschen was von den Minions, ne? Die Shy Guys. Oder die Shy Guys. Ne, die Minions haben was von den Shy Guys. Je nachdem, wie du es siehst. Ich kann jetzt hier hoch und dann bin ich ja draußen. Scheißegal, was hinten gewesen wäre, Fragezeichen. Oh, und du gehst über die Levelbegrenzung hinweg. Das finde ich gut. Du bist nice. Manchmal. Du kannst aber noch ganz schön eine pissige Arschbumme sein. Ja, was wir da machen, ist vorankommen. Und das sollten wir jetzt auch schnell machen, weil das zieht sich wieder zurück. Es bleibt nicht immer so. Oh, wow. Werde ich jetzt wieder zurückkatapultiert? Wahrscheinlich, ne? Das heißt, ich muss vorher einen Schlüssel finden. Ah, nein. Praktisch. Henry, wir kennen's ja schon. Ich hoffe, ich habe genug Eier zum Schießen. Das sieht eigentlich gut aus, ne? Kann ich dich nicht eigentlich auch beblobben im Sinne von, ich meine, Stampfattacke? So rein theoretisch, hypothetisch. Ich will es einmal ausprobieren. Nein, du brauchst jetzt nicht... Ach. So zimperlich sein. Oh, wow. Oh, habe ich noch gerade getroffen.
Jetzt bleib mal stehen, ich will das mal ausprobieren. Okay, scheiße. Das nehme ich dann doch mal. Theoretisch könnte ich auch die Melone ausprobieren, ne? Aber wenn wir schon den ganzen Scheiß haben, ne, dann wird es immer Zeit, dass wir den hier loswerden. Ich hätte eigentlich so krass in irgendwelchen Leveln abschneiden können, wenn ich meine ganzen Bonussachen auch mal einsetze. Ach so, nice. Windpocken! Lutsch! Süß. Meins. Und ab durch die Türe! Nicer, dicer. Ah komm, den kannst du mir noch geben. Yay. Schlüssel ins Schloss. Und... okay, das hätten wir geschafft. Das sieht hier noch richtig gemütlich aus mit diesen Säulen und diesen tollen, blödes Kackding. Hässlichen Vorhängen. Es ist wieder so ein Side-Scroll-Element. Und zwar ist Karmic auch noch da. Karmic kann nämlich das Level nicht nur verändern, kann es richtig kaputt machen. Und in der Regel, wenn der Zauberstrahl etwas trifft, dann ist es nicht nur weg, es verwandelt sich auch noch in einen Gegner oder halt in etwas Schönes. Je nachdem, was der Level-Designer da so beschlossen hat. Ich sehe schlecht. Das muss ich jetzt ehrlich gesagt durchhalten, bis ich am Ende bin. Nicht mit meinen Nerven, sondern am Ende des Levels. Das finde ich jetzt nicht gut. Verzieh dich mal. Weil ich da ehrlich gesagt eine Münze wollte. Aber gut, dann soll es halt nicht so sein. Rückstück. Wie er mich einfach nochmal trifft. Alter. Junge, Junge, jetzt hör mal auf. Ich bin doch schon bei dir im Schloss. Leichter kannst du es doch gar nicht haben. Und er taucht einfach überall auf. Ich weiß gar nicht, Karmic ist männlich, oder? Hier, schluck deine Tina. Alter, ey. Das sind aber auch solche Erzfeinde. Entschuldigung, ich habe irgendwie gerade so eine beschissene Aussprache. Ey, komm, das wäre eigentlich Nummer 11 gewesen. Wenn man sich so überlegt, ne, hier in Super Mario World mit den Yoshis, da ist er ja da. Und in Yoshi's Woolly World ist ja auch Karmic da der Verursacher allem Schlechten. Verzieh dich. Oh, nice. Baby Mario. Cool. Ja, aber ich habe immer noch einen... nein, 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 die Blume. Und ich kann jetzt hier eiskalt durch die rote Tür gehen. Und das ist eine große rote Tür. Das ist das Finale, mehr oder weniger. Karmic wartet nicht nur auf uns, sondern Baby Bowser. Na, wie mutig von dir hier zu erscheinen. Nun bekomme ich endlich das Baby. Baby Bowser, da was gegen. Aber wie kindgerecht das eingerichtet ist. Oh nein, Bowser, junger Meister. Rabé, es war so laut. Weißt du auch, dass ich bei diesem Krach nicht gut schlafen kann? Rabé. Und jetzt sieht er Yoshi. Und was will er? Er will Yoshi haben. Er will nämlich jetzt reiten. Mui! Was ist denn das für ein lustiges Gefährt? Gib es mir! Ja, Baby Bowser möchte... Junge. Den Mario runterschubsen. Dann müsste theoretisch ja Karmic derjenige sein, der hinter dem Baby her ist. Ja, oh, tut das weh, mein Kleiner. Oh, hab's auf die Fresse gefallen? Oh, schon wieder? Brauchst du ein Pflaster, du kleine hässliche Kackkröte? Oh komm, das hätte dich treffen müssen. Hm, Baby Bowser? Oh, oh. Junger Meister, wie konntest du unserem Meister nur so etwas antun, so etwas Grausames? Warum hast du es getan? Nur vielleicht, weil ich nicht möchte, dass er auf meinem Rücken ist. Der ist pieksig, der ist schwer, er ist frech, es ist richtig ein unangenehmer Rabauke. Der gehört mal richtig erzogen. Und jetzt, meine Damen und Herren, kommt das Ende, die Endphase. Und es ist nicht mehr spaßig. Ich frage mich nur, wo denn Bowser himself ist, denn das Schloss ist jetzt ein Trümmerhaufen.
Ich stehe eigentlich schon ganz gut, weil jetzt sehen wir aus der Ferne unseren geliebten Kackbuhn. Hier, das Level wird sich noch gleich verändern. Und ich warte jetzt eigentlich erstmal darauf, dass ich irgendwie dicke Eier bekomme, weil ich brauche Eier. Ja, Bowser Junior macht nämlich mal jedem das Level ein bisschen kaputter, damit ich einfach noch beschissenere Chancen habe. Nachdem ich... Hallo, kriege ich jetzt mal ein paar Eier? Siehste? Okay, perfekt. Ja, Feuerbille spuckt der Assi auch noch und ich schieße dafür Eier. Na shit, ich bin ein bisschen höher. Leider dauert es ewig, bis mal so ein Ei ankommt. Das war wahrscheinlich jetzt zu weit, ne? Ich bin in sowas leider... Laber, ich hab da einfach irgendwen abgeschossen. Das wusste ich gar nicht. Treff ich? Scheiße, das war zu tief. Das andere war zu hoch. Nice. Kriege ich mehr Eier, 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 Eier. Der darf nicht zu nah kommen. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob ich das mal schaffen werde. Weil er doch schon sehr nah ist. Ich bin schlecht im Zielen. Aber jetzt? Wow, ernsthaft dann... Jetzt aber. Das ist jetzt blöd, weil... Okay, er wird ein bisschen nach hinten gescheuert. Habe ich nochmal eine Chance? Aber er kommt wieder näher. Treffe ich nochmal? Yo, voll gut. Oh, nein. Der wird gleich noch weiter heulen. Treff... Ist es nochmal ein Glückstreffer? Yo, Alter, jetzt hau ich ja aber Skills raus. Oh ja, jetzt wird er nochmal pissig. Und wird mir wahrscheinlich jetzt hier direkt rechts daneben ein bisschen was weghauen. Kein Problem. Oh, vielleicht doch ein Problem, weil ich habe zwar eine schmale Taille, ne, aber das ist mir dann doch ein bisschen... scheiße, das war nicht gut. Hm. Würdest du bitte Abstand wahren, Bowser Junior? Verpiss dich nach hinten. Scheiße, gib mir mal schnell ein Ei, Junge. Der macht mich sonst, der wird mich wirklich platt. Der rennt mich um. Der frisst mich, der rennt mich um, der zerstört alles. Eier? Hier für dich. Haben wir es jetzt geschafft? Jo, Alter, wir haben den platt gemacht, voll gut. Alles klar, Alter, wir haben es geschafft. Boah. La, 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 la. Wir werden uns eines Tages bitte rächen. Du kannst du dir sicher sein. Warte, Meister, ich werde dir helfen. Ja, kümmere dich mal um der kleine Black. Erzieht mal, ja? Dem musst du mal ein paar Manieren beibringen. Ich mag gerade nichts. Das sieht man aber auch. So, wir finden jetzt nicht nur den Storch, sondern auch Luigi, Marios Bruder. Und Yoshi freut sich. Noch ein Kind, noch mehr Arbeit. Toll. Andererseits, wir können es ihm einfach... Wir lassen den Storch dann nur so krass hängen, ne? Dem Storch andrehen und denken, jo, für mal vorbei. Und so, dank des mutigen Auftreten der Yoshis, sind die Geschwister wieder vereint. Der Storch, der während der Babyauslieferung überwältigt wurde und sich die ganze Zeit über in Kameks Gewalt befand, ist nun wieder frei. Danke, Yoshis. Ihr seid super! Ja, man merkt, das ist für ein junges Publikum. So, diese komische Welt verlassen wir jetzt oder machen wir... Wir machen, glaube ich, erst den Turm kaputt, ne? Yay! Damit gehört die Insel und alle Paralleluniversen uns. Yoshi ist evil. Jetzt bekommen wir noch ein bisschen Abspann. Und wir werden das erste Mal mehr oder weniger Marios und Luigis Eltern sehen. Aber ich finde es total schön. Es hat mir auch wirklich Spaß gemacht. Ich mag nämlich dieses bunte, quietschige, pixelige. Es ist zwar eher mehr für was Jüngeres, aber ich finde nicht so arg krass jung wie Yoshi's Story. Es ist ein tolles Jump'n'Run.
Ich frage mich nur wirklich, wie lange da die Yoshis das aushalten konnten. Ich habe da eher ein bisschen schwachere Nerven. Aber es ist, ich weiß nicht, mir hat es wirklich Spaß gemacht, muss ich sagen. Und ich finde es einfach interessant, das ist mal wirklich ein Teil, wo wir ein bisschen besser Mario kennenlernen. Weil so wissen wir ja eigentlich gar nichts über ihn, außer gut, er hat einen Bruder namens Luigi. Vom Beruf ist er eigentlich Klempner. Und er ist irgendwie in die Prinzessin verknallt, ne? Es gibt den Anime dazu, der ist noch ein bisschen ergänzender, nicht viel, aber nur minimal. Da führen Luigi und Mario zusammen halt eine Klempner, ich nenne es mal als Werkstatt, ein Gewerbe. Und Prinzessin Peach, die stammt aus einem Videospiel. Ne? Und Mario spielt dieses Spiel, kann er ja auch in seiner Freizeit, und auf einmal aus diesem Videospiel heraus, aus der Nintendo-Konsole, springt die Prinzessin raus und auch Bowser. Und Mario ist total verliebt, also lieber auf den ersten Blick, will hinterher, will ihr helfen. Luigi kommt auch noch mit im Spiel, aber Luigi macht da eigentlich nichts, der geht einfach nur hin, versteckt sich, hat ein bisschen Angst und parallel sammelt er Münzen, ne? Das grausame Ende ist allerdings, dass Mario die Prinzessin rettet und den Mann, den Verlobten der Prinzessin, auch befreit, und die leben glücklich und Mario kriegt keine Peach ab. Das finde ich nämlich mal ein sehr interessantes Ende. Die Peach hat da wen und hat Mario einfach nur ausgenutzt. Schade. Auf einem Flohmarkt, das hatte ich in einem Artikel gelesen, da wurde tatsächlich auch mal ein Bild von Marios Großvater geleakt gefunden. Ich weiß nicht, wo der im Spiel auftaucht, aber es ist spannend. Aber eigentlich zieht ja so dann der Anime dazu auf, dass Mario kein Bewohner des Pilzkönigreichs ist, sondern einfach nur durch einen unglücklichen Zufall da halt hineingerät. Und wenn wir schon mal dabei sind, einen ganz großen Dank an wen denn? Wataru, Yamaguchi und Yoshiki Harukana. Ich habe es wahrscheinlich richtig falsch ausgesprochen, aber die heißen halt nicht Hans und Björn. Kann ich auch nicht ändern. Und auch viel Dank an die anderen. War ein schönes Spiel, auch mit der Musik fand ich toll. Ich fand es ja auch schön, dass die Gegner so zahlreich waren und auch ein bisschen verschieden. Klar, du hast entweder Schießen oder Stampfen, aber es wurde dann doch schon ein bisschen darauf geachtet, dass man was anderes macht. Mal über Bande, mal den Gegner, mal den Boden, ne? Und mal musst du drauf stampfen, rumspringen, was wegschlecken, was weiß ich, ne? Das ist dann doch schon ganz gut gemacht. Dafür, dass es eigentlich eher was... Na, eintönig würde ich nicht sagen. Es ist immer so derselbe Typ, aber man hat sich Gedanken gemacht, wie kann man das ein bisschen aufpeppen. Und für damalige Spieleverhältnisse, toll. Das liebe ich ja gerade an diesen alten Spielen so. Die waren einfach gut. Weißt du, die brauchten einfach nicht irgendeine übertriebene Grafik. Die brauchten nicht irgendein ganz krasses Konzept. Die Einfachheit hat gereicht und sie war gut umgesetzt. Meiner Meinung nach. Ne, es gibt auch Spiele, da ist es einfach grauenvoll. Ein Kumpel von mir, da war ich ganz kurz letzte Woche. Da ist, der hat sich diese Nintendo Classic geholt und es sind einige Spiele drauf. Oh mein Gott, also ich glaube für die Zeit toll, aber oh, die waren ja doch schon ein bisschen krüppelig. Ich erinnere mich an dieses furchtbare, wie soll ich denn, Football-Spiel oder dieser Street Fighter-Klon mit, oh Gott, diese Kampflesben mit den Morgensternen, also es war schon echt, aber ich habe mich köstlich amüsiert. Und hab den Kopf geschüttelt, aber das war damals so, ne? Mal mit der NES bin ich nicht groß geworden, leider, aber mit der SNES. Das ist immerhin etwas. Schade, ich hätte gerne auch die NES gehabt. Ich meine, könnte ich mir theoretisch schon, oder halt diese Klassik-Version. Muss ich mal gucken, ob die eigentlich noch zu kriegen ist und was die eigentlich kostet. Ob ich mir den Spaß gönne, aber es ist schon ein süßes kleines Teilchen. Das ist echt so eine Mini-NES, die du hast, wo einfach dann mal ein paar Spiele drauf sind. So, und jetzt haben wir ein bisschen was für eine Story. Endlich erreichen die beiden Babys ihr Zuhause. Keine Ahnung, wo das ist. Es ist auf jeden Fall anscheinend nicht mehr auf Yoshis Insel.
aber es könnte ein Pilzkönigreich sein, weil da Pilzhütten sind. Woher wusste eigentlich Yoshi, dass der Storch da ist? Oder er einfach gut Glück durch die Insel gewandert hat, geguckt, wo was zu holen ist? Ist auf jeden Fall interessant. Der Storch fliegt weg. Also Kinder, die Babys, wo kommen die her? Vom Storch. Und wenn du nicht aufpasst, entführt Kamek den Storch und du landest bei Baby Bowser. Scheiße. So, die Kleinen, die holen sich jetzt hier draußen den Kältetod. Nein, natürlich nicht. Das Licht geht an. Mutti und Fatty Mario werden wach. Und man sieht die Kleidung. Und ein paar krüppelige Arme. Na, Zwillinge, ich hätte geschrien. Die Helden erblicken das Licht der Welt. Naja, ehrlich gesagt haben sie es doch schon vorher, vor allem Mario, der war doch sogar beteiligt. Ja, aber gut, Ende, ich lasse euch den Spaß. Das war wirklich für mich ein schönes Let's Play. War schade, dass ich das halt nochmal alles nachspielen musste, weil die Dateien beschädigt waren. Ich hoffe, dass jetzt alles in Ordnung ist. Wir, meine Lieben, sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch viel Spaß und Way.